bin jetzt auf dem Weg nach Texas, weil die Bedingungen einfach dort unten in Texas besser sind als oben in Kansas. Wir haben jetzt schon eine ganz kräftige Gewitterlinie hier direkt an der Grenze zwischen Oklahoma und Texas und dann weiter Richtung Süden. Wir müssen jetzt durch die nördlichste Zelle einmal durchfahren, damit wir an die Südseite der weiteren Zellen kommen. Und es kann sein, dass jetzt in dem Kern, was wir jetzt durchfahren, vor allem leichter Hagel, kleiner Hagel mit dabei ist. Hier hat sich eine Höhenlinie vor den eigentlichen Gewittern hier gebildet. Die kann man sogar hier ganz schön auf dem Radar sehen. Die ist jetzt schon über uns drüber gezogen mit viel Wind. Jetzt folgt ziemlich groß kräftiger Regen und vielleicht sogar etwas Hagel. Wir haben im ganzen Gebiet von Dallas jetzt eine Unwetterwarnung bekommen. Guck mal.